Jo, hier sieht man es auch mal so ein bisschen. Jetzt kommt die Laubverfärbung. Auch wenn man hier geradeaus blickt oder noch mehr auf der anderen Seite gegens Licht. Und damit sage ich Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. In meiner Kindheit, in meiner Jugend sagte man, das wird ein heißer Herbst. Das bezog man aber eher nicht aufs Klima. Dieses Jahr hatten wir von der Temperatur, vom Klima her wirklich einen heißen Start in den Herbst. Also der September war, ich meine sogar der wärmste Sommermonat, so will ich es einfach mal sagen. Entsprechend, ja, war das im Oktober kaum Laubverfärbung. Es sah alles noch aus wie im Sommer und dann kam der Regen. Und die Regenzeit, die haben wir jetzt gefühlt seit 3 Wochen. Das heißt, auch hier in Schaumburg, hier rund um Hespe, es schüttet eigentlich jeden Tag. Auf den Maisfeldern steht das Wasser, im Wald. Ich habe ja mal das im Video gezeigt, es ist dieses Jahr unglaublich viel von der Forst herumgewühlt, sage ich jetzt einfach mal, und gefällt worden. Von daher eigentlich jeder Weg aufgeweicht, kaputt gefahren und Schlamm pur. Da war das eine Herausforderung und ist es auch, den Zauber des Herbstes, die ganz tollen Farben zu filmen. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Zeit, die läuft mir dieses Jahr davon. Also hier sieht man so ein bisschen, das sind nicht nur die Kastanien, dadurch, dass es nicht nur ständig regnet, sondern auch richtig heftig weht. Ja, fällt täglich mehr Laub von den Bäumen runter und so richtig tolle, ich sage jetzt mal, Indien Summer Farben habe ich videomäßig noch gar nicht so einfangen können. Das ist jetzt wieder so, ja, dass man eigentlich nur am Wochenende richtig schön filmen kann. In der Woche mit Stirnlampe im Regen unterwegs. Ja, von daher, aber ich kann mich da nur wiederholen. Ich liebe den Mittellandkanal, den Canale Grande. Und es ist, ja, der Mittellandkanal geht ja am Schaumburger Wald entlang. Gehen wir ein Stück da lang und genießen wirklich die ganz, ganz tolle Laubverfärbung, die es momentan gibt. Und ja, wenn es nicht gerade doll regnet, dann macht das auch den Herrn Muck, mein Hund, unglaublich viel Spaß am Canale Grande entlang zu gehen. Es ist, auch hier kann man das so ein bisschen schon sehen. Es ist selbst am frühen Nachmittag dann schon so, dass die Sonne tiefer steht und dass es vom Licht her ganz toll und reizvoll ist. Aber auch so muss man ja sagen, wenn es immer regnet, ja, Sonnenschein für die Seele tut dann wirklich sehr, sehr gut. Und die Farbenvielfalt jetzt, das sieht einfach nur ganz, ganz klasse und herrlich aus. Ja, und in einem Monat, denke ich, ist es dann schon wieder relativ kahl. Von daher genießen wir das jetzt am Canale Grande und auch der Himmel, die Wolken, alles mega klasse. Über die Binnenschiffe will ich gar nicht so viel sagen. Ich habe da erst vor kurzem ein Video zu gemacht, aber auch da muss ich sagen, ja, im Lichte der Sonne sieht es natürlich noch mal schöner aus. Die Binnenschiffe auf dem Canale Grande, das ist ja alles irgendwo auch, ich sag jetzt mal, stimmungsabhängig und mit der Sonne, so wie hier, ins Wochenende zu gehen, das ist auf jeden Fall mega klasse. Das hat was. Hier auch so die Hagebutten bei uns im Garten. Da sind die Vögel schon so ein bisschen drin, obwohl, ich habe das ja auch mal gezeigt, die mit dem Maisfeld eigentlich ein reichhaltiges Nahrungsangebot haben. Ja, also dieses hier, ich sag mal so, einfach nur ganz, ganz klasse. Auch das Schilf, also das Schilf wird am Mittellandkanal immer sehr stark
geschnitten, gemäht, ich weiß nicht wieso, wird sicher einen Hintergrund haben wegen der Schifffahrt. Ich, ja, liebe das Schiff sehr, erinnert mich ans Elbe-Weser-Dreieck und ich freue mich immer, da wo es steht, da guck und fühle mich dann auch sehr, sehr gern. Wir sind übrigens natürlich wieder Richtung Niedernwöhrn unterwegs. Das ist jetzt auf die letzten Tage, sage ich jetzt einfach mal, wirklich noch eine Lieblingsstrecke von Herrn Muck geworden. Also Canale Grande, das war sonst für meinen Lütten immer so ein Thema, sage ich jetzt einfach mal. Man kann ganz weit geradeaus gucken und da, wenn dann auch andere Hunde kamen, das war ihm gar nicht so recht. Wir kennen dafür wirklich den Schaumburger Wald sehr gut. Aber jetzt, wo wir kurz vor dem Umzug stehen, da hat er seine Liebe zum Mittellandkanal entdeckt und das freut mich sehr. Wir sind jetzt schon so ein bisschen geschwenkt, sage ich jetzt einfach mal, bei, ach, ich würde fast sagen, bei den Outtakes. Also die Kühe waren bei uns auch noch sehr, sehr lange draußen, auch im November noch. Beim Mais sieht man, hier hatte der noch so ein bisschen grün. Der ist jetzt, ja, was soll man sagen, ganz vertrocknet. Und das ist meine Strecke. Ich fahre jetzt zum Fressnapf für Herrn Muck. Aber man sieht das auch da in Stadthagen, der Bahnhof, das Parkhaus, wo ich dann immer arbeitsmäßig unterwegs bin, Richtung Hannover. Also von daher mal so ein richtig kleiner Querschnitt von mir und dieses hier vom Laufen finde ich auch mega, mega kultig. Und damit sage ich ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Alles Gute, bleibt gesund und ciao.